Was geht ab, YouTube? Wir spielen heute das Spiel KnetoPad. Dieses Spiel greift quasi auf unserem PC zu und es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wild. Viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, let's go. A game by. Official try. Weil soll ich mein Passwort wissen? Oh, okay, wir haben's. What the fuck? Hey, das ist mein Desktop-Hintergrund. Das ist einfach mein Desktop-Hintergrund. Aber das Ding ist, ich habe kein Passwort. Deswegen ging das jetzt nicht, weil ich habe kein Passwort am PC. Okay. Ja, das Spiel speichert automatisch. Alles klar. Das ist mein Des... Junge, diese Uhr oben, das hat irgendwie Windows Vista Vibes. Irgendwie schon. Welcome back to your computer. Double click an application to open it and explore your wonderful virtual world. My computer. Nein, 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 nein. Das kann ich doch nicht zeigen. Leute, wenn ich da draufklick, das sieht ja gar nicht wegen der Facecam, da steht my computer. Bruder, das ist meins. What the fuck? Also. The Internet. Ey, ich hab Angst, dass man irgendwas von meinen Daten sieht, gell? Keine Sorge. Das war so ein keine Sorge. Da kommt was. Type to search web. Twitch. Official try. Official try videos free download. Official try is overrated. Leute, ich hab's gewusst. 340.000 Views, Alter. Error. Oh, Dr. Keks, ich danke dir. Oh, oh, scheiße. Alter, was ist jetzt los? Oh shit, Digga, wir wurden gehackt. Verdammte Scheiße nochmal. Thank you for choosing KnetoPet. To start your download, press the button labeled download now. Okay, wir gehen drauf. Scheiß drauf. Digga. So. Haben wir hier irgendwas? Nö, gell? Nee, wir haben keine E-Mail drin. Oh mein Gott, wer hat's von früher gekannt? Oh, fuck. Oha! Ah, fuck. Pinball. Dann haben wir Paint noch. Okay. Yo, what the fuck? What the fuck? Das hat einfach meine Friendlist von Steam drin. Was ist das ein Spiel, Alter? Ich download jetzt einfach mal. Bruder, wir installieren einfach komische Sachen gerade. Oh, wir haben eine E-Mail gekriegt.
Bruder. Auf Scheiß hier, Alter. Oh, hello there. Thank you for waking me up. I'm Kunito Pet. However, you can just call me Kunito. And together we are going to become the best of friends. So since you now know my name, what is your name? To tell me information, simply type your input in the box and press OK. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Sollen wir unser real name reinmachen oder unser Game-Name? Digga, was ist das für eine Trollmusik, Alter? Schönen Abend, was zum Fick spielst du da, Kappa? Ich spiele irgend so ein Spiel. Bruder, das hat einfach Daten von meinem PC, Junge. Das ist einfach mein Hintergrundbild. Das ist im Spiel gerade, Digga. Soll ich einfach try machen? Oh ja. Oh, in that case, nice to meet you. What is your favorite color? What's your favorite color? Purple. Now for this one, you have lots of choice, so choose carefully. What is your favorite word? My favorite word. Digga, eigentlich schon crazy mein favorite word. Crazy. Geisterkrank, no joke, geisterkrank, Maus, der Junge kennt mich einfach. Geisterkrank, ja Mann. Geisterkrank. Well, that sure is a certainly interesting word. Moving on from that, I think I should tell you a little about myself. I can do many things such as play games, manage your system, adapt. Speaking of stories, I have just finished writing one that I had started earlier. Would you like me to read it? Oder eigentlich juckt mich deine Story gar nicht, aber für Stream-Content machen wir es einfach. I knew you would say that. New Beginnings. A book by Kunito. Kunito was home when a package came to the door. But who was it from and who was it for? It was for Kunito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. It's a computer, exclaimed Kunito with a grin bright and wide. But the cables were tangled. So he started to untie. And once Kunito was done, he powered it on and watched it come to life with digital color and sun. Kunito then studied all he could learn to make the online world upturn. However now, Kunito had all these new tips and yet no friend to share what his new tricks. This is Mouse Rice, Digga. So he went on a quest and found a friend just like you to show you his skills and all he could do. Wir hören uns, Digga. Predator, hau rein. Wir hören uns, wenn Beta Time ist. Search the web and leave no story unread. The end. Crazy. Echt ein crazy Typ, dieser. Kunito, Alter. Kinito, oder wie der mal heißt. Wie heißt der? Kinito, Junge. Isn't that amazing? I can tell that we are going to have a very, very long friendship. When me and you are together, there are no limits to what we can do. So, best friend, how about we move on to something more exciting? I have made something very special for you, but I just need to load it up.
This will be really fun. Eine 15 Petabyte Zip-Bomb. Digga, Predette, wir hören uns. Click the start button to continue. Bruder, im Hintergrund wird PC komplett gefickt. Hast vorbestellt, natürlich. Welcome to the web world. An amazing place where you can play games, learn, and most importantly, meet all of my pals. However, in recent times, the web world has fallen into a bit of a bad state. Yet with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. But before we get ahead of ourselves, you need to be able to navigate around. There, much better. I even made it your favorite color. Wisst ihr? Now start. My pal Sam has had a rough time trying to fix up his house. You are going to try help him. To visit Sam, click on the abandoned house. All right, let's get this game on the way. Ready repair. Sam the sea anemone needs your help to repair his house. Clean, dust, paint and decorate Sam's house until it's new. Wowzers, that sounds like fun. Press the start button and we can get right to things. To start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Well, you heard him. While you get on with that, I will be here writing my next book. Bruder, jetzt muss ich seine Bude sauber machen, oder was? Bin ich seine Putze jetzt, oder wie? Digga, ich glaub's ja nicht. Digga, erst wenn die Spinnweben hier wegmachen. Digga, genau so, Junge. Ist es Schrei einfach. Oder jetzt muss ich hier noch putzen, oder? Was ist das? Ich komme von der Arbeit, ich muss putzen, Alter. Was ist das für ein Spiel? Junge, Alter, ich habe vorhin erst Maschine auf Arbeit geputzt. Jetzt muss ich weiter putzen. Was soll das? Ist fertig jetzt, oder was? Oder haben wir irgendwas vergessen? Wow, amazing. It looks as good as new. Digga, das ist ein verkracktes Game. Ich dachte auch, Junge, Kategorie Horror steht da bei Steam. Kategorie Horror. Schrubb bis Holz weg ist, ohne Witz. For the next task, I would like you to paint my wall. Can you do that for me? Digga, natürlich streich ich deine Wände. Und natürlich in meiner Lieblingsfarbe. Oder die Rolle, die endlos malt. Wenn das in real life wäre, Bruder. Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Digga, ohne Witz. Ich muss einfach renovieren, Junge. Ich hab gedacht, ich hätte die Scheiße hinter mir mit dem Haus. Jetzt muss ich das selber machen. Hier war eigentlich Urlaub. Urlaub war schnieke. Urlaub war fein. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich würde so einen creepy Schaukelstuhl dahinstellen. Leute, wo schläft ihr? Schläft ihr nachts in einem Bett oder auf dem Sofa? Das muss ich jetzt kurz wissen. Im Bett. Stuhl, Alter. Was für Stuhl, Alter. Ja, es gibt ja Leute, die schlafen auf dem Sofa, Alter. Sorry, Maus. Digga, wir brauchen noch eine Pflanze. Die ist riesig, Digga. Die ist riesig. Bin am Wochenende in meinem Stuhl eingepennt. Okay, das ist crazy. Imagined,
Du schläfst ein, während du Stream anhast. Das wäre crazy, Alter. Oha, Junge, guck mal hier. Und dann machen das hier hin, dass wir uns immer die Birne anknallen, wenn wir aufwachen. Und darauf stellen wir unseren Wecker dann. Der dann vibriert, runterfliegt, auf den Kopf fliegt. Und wir machen das Ding noch hin, das so aussieht, dass wir schlau werden. So, weißt du, ich meine? Und so eine Lampe, Junge. Also, was soll das denn? Eine Disco-Kugel? Ja, ist eigentlich ganz okay, oder? Was ist das denn? What the fuck? Emre, danke dir. Digga, was ist mit meiner Maus los? Hallo? Kuss? Ja, was ist da los, Junge? Da war einfach eine fucking Leiche. Digga, das Game ist gut. Das gefällt mir. Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Wie dieser Scam ist, wenn du einen nicht Ausgebildeten fragst, ob er dir dein Zimmer machen kann. Fuck you, Alter. Fuck you, Junge. Thank you for helping me out, Sam. Print. Bruder, hätte man jetzt einen Drucker, würde das Ding das noch ausdrucken, oder was? Willst du mich verarschen, Alter? Mach mal. Ich hab gemacht, aber ich hab hier keinen Drucker angeschlossen. Soll ich fürs Video meinen Drucker von unten holen und versuchen, ob das geht? Sollen wir das fürs Video machen? Ich muss kurz einen Stock herunter, aber ich hole den Drucker hier hoch, schließe den an und wir versuchen zu drucken. Okay, Junge, Chat's wieder out of order, Alter. Wir machen's nicht. Wasn't that so much fun? Thanks for helping out, Sam. Just look how clean that house is now. Naja, der nimmt einfach den Standarddrucker, der drin ist. Dann hätte der das safe gedruckt. Are you excited yet? Factory Frenzy. Jade the Jellyfish needs your help to fix her toys. Okay. Parts of the conveyor belt to put the pieces back together. This is going to be super fun. Let's get this game started. Hallo. Hello, my name is Jade the Jellyfish. It's nice to meet you. Nice, my name's Drei. So, what do you have for us today? I need your help to build some toys in my toy factory. Machen wir. To do this, you need to grab parts of the conveyor belt and match it to the outline. Machen wir. To start, could you help me by making a car? That sounds like fun. As you do that, I am going to be getting some. Boah, Alter, ist das eine 46er? Wow. Oh shit. Amazing. Next, could you make me a bicycle? Ja, Autokorrektur manchmal ist richtig. Ist behindert auf Handy. Wir brauchen ein Lenkrad jetzt noch. Ach, das sollen Füße sein. What the fuck? Okay, ich dachte, sein Bauch einfach vorhin. Alright, you've done a great job. This one is a little more tricky. So, can you build me a robot? Ja, das kommt mir gerade so vor, wie wenn wir so ein Kinderspiel spielen, gell? Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. As a treat for helping me and my friends out, I'll give you a fun game. Meet me in the treehouse to get started with my fun game.
Da ist noch ein Haus, da waren wir noch nicht. Finito wants to play a fun game with you. You must hide. The fuck? What the fuck? Digga, das ist so todesweird, Junge. Da steht einfach diese FPS-Zahl oben, die ich bei dem Spiel in Wirklichkeit habe. Ja, es ist so laut. The fuck? What the fuck? Hä? Come back to me. Open the game. Bruder, ist das ein Sch... What the fuck? What the fuck? Den ist einmal bei Steam runtergeladen. Ruby, hock dich mal richtig hin. Alter, okay, Ruby, mach ich, Junge. Was geht ab, Ruby? Aber wir chillen hier, spielen so ein richtig creepy Game, Alter. This is creepy as fuck. Nee, ich hätte echt mal einen scheiß Drucker von unten holen, gell? Ich hätte den holen sollen. Ich hätte den einfach holen sollen, das probieren. Well, hello again. It seems that our last session was cut prematurely, but don't worry, as I'm working better than ever now. Not that I wasn't working before. Anyways, what activity shall we do now? Ah yes, that's it. One of my core features is my adaptability. The truth be told, I don't know you that well. So, I propose the one and only Best Friends Analysis Hub, where I will ask you questions in 6 different categories so I can better adapt myself to you. Press the start button whenever you're ready. Bruder, ich bin einfach gar nicht ready für das Spiel. Das verschickt mich einfach nur.
Darf, Let's start with some easy ones to get the ball rolling. Okay, question one. Is everything going smoothly? That's a shame. But don't worry, as I'll make it my mission to change that. Okay. Okay, next question. Would you say you have enjoyed using Kanito Pet? Bis jetzt ja. Yes, that's great to hear. And with these added questions, I will learn and adapt, making your experience even better. Bin ich mal gespannt. Alright, next question. Who is your best friend? Perhaps you didn't hear my question. Digga, ist der jetzt traurig, oder? Junge! Machen wir das nicht so laut hier. Der Typ rastet doch. Sollen wir ihn noch einmal triggern, Alter? Komm, wir triggern ihn nochmal. Komm, wir triggern ihn. Der Typ ist ausgerastet. Oha, Junge! That's right. I'm your best friend, forever and always. Geil, Junge! Question 4. Oh, shit! Lots of free time. Digga, natürlich, Junge, wir sind am Stream, Alter. Na klaro. It's good to have lots of free time. It just means you can spend more time with me, your best friend. Digga, was eine Sackratte, Alter. What is your favorite game? Oha, Junge. Wer kennt my favorite game? Wisst ihr das? Counter-Strike 2, okay. Noch irgendwelche? Counter-Strike Global Offensive. Oder Warzone 2, 3. My Little Pony. In Wirklichkeit ist es Leech, hallo? Minecraft? Du hast die Liebe nur noch nicht entdeckt. Okay, Junge, SpongeBob Race Car Simulator, alles klar, Junge. Nein, in Wirklichkeit ist es eigentlich Counter-Strike 2. Euro Truck Simulator, yo, mit Lenkrad, oder? Amazing. That game sounds super fun. Das macht richtig Spaß. Können wir machen, Bro. And that concludes the first section of the Best Friends Analysis Hub. These questions are going to help me out a lot. Digga. Okay, for this next section I am going to get you to paint me some pictures. Ja, aber das mit dem wer ist dein bester Freund, das hat mich zerrissen, Alter. Okidoki, task one. Paint me a picture that represents happiness. Oh, Junge, okay. I really want to explore your imagination. So, feel free to use all the different colors as listed below. Ich mach jetzt was Ironisches, okay? Oder hier ist der Boden. Der kann man ein bisschen dicker machen, den Boden. Hier steht was. Das ist meine Maschine auf Arbeit. Weil Arbeit macht so Spaß. Die Maschine hat eine Lampe. Einmal grün. Das ist natürlich immer bei mir grün. Dann gibt's gelb. Oh fuck, das passt gar nicht mehr hin. Dann gibt's rot. Bei mir ist aber immer grün. Oder dann
steht hier dieser Pult noch, den müssen wir auch noch hinzufügen. Wir wissen alle, dass sie immer rot ist. Und dann da vor der Maschine stehe ich. Die Geist ist so schlecht gezeichnet. Oh, warte, warte, nein, nein, nein. But don't worry, you can rub them out as many times as you like. Ich lach natürlich immer auf Arbeit. In Wirklichkeit hast du in die CNC-Maschine schon ein Bett eingebaut. Natürlich, Junge. Also, so reicht jetzt, okay? Das sind wir bei der Arbeit. Weil Arbeit macht. Oha, jetzt hab ich's gedroppt. I'm not really sure how the color black expresses happiness, but sure. Wir wurden direkt gedisst. Hey, schwarz ist eine gute Farbe. Okay, for this next one, I want you to do the opposite. So, task 2. Paint me a picture that represents sadness. There are tools that could help you that are listed on the side. Click them to see what they do. Ich male ihnen jetzt was, okay? Was sad macht, okay? Junge, das wird so crazy werden. Wir brauchen die Farbe Orange. Das ist so geil jetzt schon, Alter. Ich feier das jetzt. Okay, wir haben unser Bild gemacht. Paint me a picture that represents sadness. Eindeutig Counter-Strike 2, Junge. Orange is an interesting choice for representing sadness. Also Künstler wissen diese Leben nicht mehr. Paint me a picture of your best friend. Alter. Sollen wir es nicht machen, oder? Wir zeichnen den nicht, weil der denkt, das wäre unser... Ja, okay, komm, wir machen es ihm zugute, okay? Bro, deine Farbe gibt's leider nicht. Oh shit, warte, ich hab mich vertan. That doesn't look very much like me. Junge! Oh, well, you can always practice. Paint me a picture that represents you.
Das sollen Wolken sein, okay? Falls jemand fragt. Digga, die Sonne ist so sad, Digga. Ich hab Fake Picasso gefunden. Digga, wie soll ich das jetzt malen? Das ist unmöglich. Digga, es gibt nur dünn und fett. Digga, ich bin der schlechteste Zeichner. Digga, jetzt bin ich beim Autofahren fertig, Junge. Ich hab keinen Bock mehr, das weiter zu zeichnen, Alter, Bro. Hier. Olli beim Autofahren fertig. I'll make a note of this drawing for future reference. I feel like these exercises are really bringing us closer together. All right, for your last paint. Digga. Alter Junge. Digga, das hat uns so gerade gefickt, dieser Sound. Diese Wichser, Alter, die haben uns wirklich. Digga, wer weiß, von was das Game zustande alles ist. Oh dear, let's not break. I am super sorry about all that. That really wasn't supposed to happen. Oh well, I think it's best if we just leave these painting tasks for now. Ja, mach das Ding zu, Alter. Ich kann's nicht mehr sehen. Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Built just for you. I really want to know what your ideal conditions would be. So without further ado, question one. Where would you choose to live given the choice? On an island. With sand and palm trees galore. In a forest. With super tall trees and a cozy atmosphere. Or in a field, with flowing grass and a comforting breeze. Definitiv der Strand, Digga. Select the image. Ah, a remote island. What a wonderful choice. Ja. This really says a lot about you. Was ich mache, ich spiele ein Spiel. Und du? If you could have any pet in the world, what would you choose? That sounds like it would make a great companion. Now, what would you call this pet? Das ist echt ein Virus. Wie sollen wir das nennen? Unsere Katze. Big Mac. Wow, that sounds like a great name for your pet. Wonderful. Miau. Alright, next question. Ich fand Big Mac schon cool. Do you prefer autumn,
Summer or winter? Also Winter schon mal gar nicht. Sommer wäre zu übertrieben. Aber Herbst ist schon nice. Herbst ist schon nice. Also Herbst, du hast noch so den Sommer mit. Und so wie die Blätter runterfallen und so. Ich finde Herbst schon sexy. Doch, Herbst ist sexy. What a great choice. I sometimes wonder what it would feel like to be out in that orange landscape. However, I'm sure you can help with that soon. Okay, final question. If you could only eat one food for the rest of time, what would it be? Digga, no joke. Wenn ich ein Essen hätte und alle, die mich kennen in real life, wissen, dass ich das gerne esse. Ein Apfel, nein. Maultaschen mit Käse. Fertig. Fertig, Digga, das könnte ich jeden Tag essen. That wraps up that little section. Moving on, I want to go a little off script and ask some of my own questions. Do you know? As you have been watching me, I have grown curious to what you look like. And since we are friends and all, I thought you wouldn't mind. So, can I see your face? Ja. Es geht nicht, Bruder. Wow, Alter, schönes Bild hat er gemacht. Ja. Are we playing a game? Ja. Ja, natürlich, Junge. Größte Angst, Leute. Meine größte Angst im Leben. Ja, aber Junge. Und Digga, wenn der das wüsste, Junge, dass das da steht, Digga. Holy shit. Ja, Junge. Zwiebeln. Yeah, für Miro nearby. Nein, habe ich eigentlich nicht, oder? Nein. Was stand da jetzt? Ich hab's nicht lesen können. Was stand da nochmal? Ich hab's nicht gelesen. Who would you kill?
ich kenne diese Person nicht, deswegen. Digga, Predator, Digga, oha! Digga. Der arme No-Name. Oder mein ganzes Zimmer ist beleuchtet, das bringt nichts. Dicker. Dunkel, also komm und mich holen. Digga, wer hat auch so eine Uhr, Junge? Wer hat so eine Uhr? Erklärt mal. Wer hat so eine Uhr, Junge, zu Hause? Holy shit. Hallo. Das ist mein Best Friend, guck mal. Was machst du denn hier? Digga, wer so eine Uhr zu Hause hat, also bitte. Bitte. Oha. Okay, ich würde sagen, wenn sowas passieren würde, ich... Wäre schon Krise für mich. Wäre schon Krise für mich. Oha. I am inside. Hallo? Hallo? Nee, hier ist keiner. Hier ist einfach keiner. Der lügt einfach. Ohne Scheiß. Wieso schließt er mal mein Game, Alter? Beste Freunde lügen nicht, ja? Welcome back. Looks like there was another error. My apologies. However, I may have a way to make it up to you. Because you answered all my questions, I wanted to give you free access to the Canino Pet Friendship Club. Canito's Friendship Club. Software that allows me to do even more amazing things. With this extension, I can make us games to play so we will never run out of fun activities. So, to start the install, press the Unlock Now button. What are you waiting for? Don't you want the extra features? Trust me, you won't regret this. This add-on will bring everlasting fun. I just can't wait. Danke dir, dass du das immer sagst, Theo. Kuss.
Jawohl, wir haben endlich so ein geiles Add-on auf dem PC. You will need to fill out your details to a membership form. But don't worry, it's only short. To start, you need to fill out your full name. However, I already filled out your first one since I knew that already. All right. Next, I need your email. Okay, now the day you were born. Leute, ich schreibe jetzt mein Geburtsdatum hin, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich will ganz viele Geschenke sehen, wenn ich Geburtstag habe. Address. Trice Street. City. Tritown. Postleitzahl 666. Ich weiß, ich brauche noch zwei Ziffern mehr, aber vielleicht geht es. Country. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. But don't worry, Junge, hier, Digga. One moment. What? Wow. That should be a little more. Warte. I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative permissions. Digga, this game macht mich schwach. Get the most use out of all these wonderful features. So, please could you just open the app called Command Prompt? Amazing. Now whenever you're ready, could you just type Digga, wie soll ich Command Grant KinetoPet.exe System.access. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun. Was geht, Dr. Keks? Digga, ich hab jetzt echt gedacht, da liegt meine scheiß Adresse. Now, I am just going to run a reset, so the changes can take place. However, rest assured, as I will have coded something special for you by the time you come back. Danke dir, Dr. Keks, fürs Team Herz. I can't wait to show you everlasting fun. The fuck? Was ist da los? Junge, ich dachte, der kommt gerade in den Chat. Junge, der war gerade auf dem Chat-Overlay, gell? Can you pass that you restart the game? I can't wait to show you what I have made. Oder dieses Spiel die ganze Zeit, gell? Es schließt die ganze Zeit. Du hast aber selber gesagt, du willst Geschenke sehen. So, schauen wir mal, was er jetzt für uns gemacht hier hat. Welcome back. While you were gone, I have been creating my own little program for you. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the code. Please give me a moment.
Okay, ich merke, es soll extra sein, dass man meine Taskleiste sieht. We wouldn't want anything to take your attention away from my program. So we can just get rid of these unnecessary distractions. Ah, der hat meine ganze Friendlist weggemacht. Alright. Looks like we are all set. Going to like this. As I took assets I found on my server and mashed them together to try to make something unique for you. Okay. We are going to have so many adventures. Oh, it looks like it's ready. Okay, hold on to your seat because this is your world. A game I made entirely for you. Trice World. Look, it even has your name in the title. Isn't that neat? Ich ist so weird, wenn es auf den zweiten Bildschirm rutscht, Alter. Whenever you're ready, just click to advance onward. Okay, welcome to your very own world. That was made entirely for you. For the controls, I looked in your files where I detected other first-person games. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Go ahead. Try the controls out. Hier ist ein Bahngleise. Hä? Amazing. I knew you would get the hang of it quickly. I have also added the ability to zoom using the right mouse button and scroll, just so you could view things easier. Huh. This all seems a bit empty. So how about we go somewhere else? Hop aboard and I'll show you what I have really been working on. The fuck? Alter. Gleis 9, 3 Viertel, Alter. Jetzt geht's nach Hogwarts, Junge. This is going to be so much fun. Wir holen Gönnergy. This is just one of many new things I can make for you. That way, I can keep making new experiences so we will never run out of things to do. Isn't that exciting? Ah, a merry-go-round. How exciting. Since people tend to enjoy fun fairs, I thought I couldn't have one without this core attraction. Yeah.
view. You can really see the whole world from here. Come to think of it, it is sieht ja mega schön aus. However, I really tried to do what I could with the added processing power. And if you ever get bored of this world, I can always generate a new one. Before we go on the coaster, we should explore around more. As we wouldn't want to spoil the best bit straight away. Wow! If you ever get bored of this world, I could just make a new one for you. As with all these infinite adventures, you would never need a reason to leave. Which games you had on your system, and found some that correlated with shooting things. So I thought you would appreciate this little game. Through our experiences, I have learned a lot about you. And hopefully these worlds will allow me to learn a lot more. Digga, this is so a creepy-ass game, you know? Okay, fuck up. Let's get ready for the ride of your life. Oh dear. How unfortunate. Okay, this thing hat einen Motor drin, oder? Not to worry, I have an idea. There, much better. I may have forgotten to mention one tiny detail. Most of my time building this world wasn't for this funfair, as a lot of my time was spent developing this next bit. Just for you. And I think you're really going to enjoy it. Holy shit. Welcome. Isn't it just wonderful? It's the place you said you wanted to live. Remember? When you answered my questions before. You said this was your preferred environment. And I have another surprise for you. Come and stand here on this X. Trust me, this will be worth it. Okay now, please could you close your eyes? No peeking.
Das Spiel hat gerade meine zwei Monitore ausgemacht, gell? Ich hatte kein Signal an den Monitoren. Digga, dieses Spiel hätte fast mein Stream gefickt. What else? Made just for you. I really wanted you to feel at home, so I built one for you. How amazing. I really took the time to personalize this. Even the weather was to your preference. So I hope this door is locked. The ship looks like this one is also locked. Look, it's all your friends enjoying your favorite meal. Alter, I fresh serving of Maultaschen mit Käse. Oh, geil. See, I told you that power sounded super. Super try and their ability to big troll. Digga. Nein! Oh, what a nice cat house. I wonder where they got to. Unsere Katze ist da drin. Big Mac. Aber sie ist gerade draußen. Imagine, wir haben das im Haus, Alter. Ist so geil, Alter. Oha. Well, I could recognize that face anywhere. Bro. Für die beiden Türen unten war. Lol, Alter. Digga, das Spiel ist crazy, Alter. Das Spiel ist also schon crazy. Holy shit. I can tell a really great designer made this one. Holy shit. After you told me your favorite game, I couldn't help but go and get a copy for you. Was? What the fuck? What the fuck? Digga, dieses Spiel, das macht mich verrückt gerade, gell? Das Spiel, Alter, what the heck? Ha ha ha!
Counter-Strike 2. Alter, das ist Call of Duty. Hogwarts Legacy. Das kann ich, das sehe ich nicht. Und die anderen, keine Ahnung. Holy shit. Digga, wie creepy ist dieses. Alter, Kühlschrank voll mit Maultaschen Käse. Geil. And how I would never want this to end. And since I have made a place perfect for you with everything ja, you would ever need, I was wondering, der beste Platz, den es gibt. Will you stay with me? In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. We would never run out of fun. Everlasting fun. The more I learn about you, the more I can adapt. I could be your perfect friend with no distractions. I can be perfect. So please, stay with me. Fuck. Ich will aber nicht mit dem. Sollen wir sagen, leave? Komm, wir bleiben mit dem. Oder sollen wir leaven? Ich würde gerne auf leave drücken. Nein, wir bleiben. Weil es schon der Nein, wir bleiben. Yeah, I knew you would say that. Das ist schon der beste Ort. This is going to be super. I am going to learn so much more about you. Ey, Junge, das Spiel ist so creepy, Junge. Ah. Digga, das ist mein zweiter Bildschirm! Mein zweiter Bildschirm! Digga, das Game ist so creepy, Alter. Imagine, ich kann es nicht deinstallieren.